Hallo, da bin ich wieder zurück. So. Ja, ich nehme jetzt hier ein Völkchen auf. Oder vielleicht auch zwei. Mal gucken. Da mir die Folgen ausgehen. Gestern ist keine Folge hochgeladen worden. Genau so. Das ist das, was ich sagen wollte. Genau. Gestern habe ich keine Folge hochgeladen. Wenn die Folgen ausgegangen sind, dafür habe ich die DVD hochgeladen. Das, was ich im Stream gespielt hatte, da zumindest ein bisschen so ein Zusammenschnitt davon. Ja, genau. Nee, ich will hier aber weitermachen. So. Nur schon mal als kleine Erklärung. So, ja. Gut, wo war ich das letzte Mal stehen geblieben? Ich brauche bestimmt das hier Steinplatten. Da bin ich dran. Die habe ich. Und Kupfer. Ich brauche Kupfererz. Das war's. Ich brauchte Kupfererz. Dann machen wir das mal. Kupfererz kriegen wir zusammen, da bin ich mir sicher. Ich mach zu, Ego kommt da eh nicht raus. Der ist ein bisschen dusselig heute. Ja, der wird hinterher spawnen. Genau. Wie sieht's denn? Naja, inventartechnisch sieht eigentlich okay aus. Damit können wir leben. Das ist ein dämlicher Wolf. Genau. So, ich denke, morgen werde ich wieder ein bisschen mehr aufnehmen zu dem Spiel hier. Ich weiß nicht, ich werde morgen wahrscheinlich auch streamen. Okay, wenn ihr das. Doch, wenn ihr das seht, dann ist das Stream ja noch nicht gewesen. Ja. Seht ihr? Ich werde morgen auf Twitch streamen. Ich denke mal so gegen 18 Uhr, vermute ich mal. Vielleicht auch 16 Uhr. Irgendwas zwischen 16 und 18 Uhr werde ich anfangen. Wie lange? Keine Ahnung. Das entscheide ich spontan, wie ich Lust und Laune habe. Das muss ich dann spontan entscheiden. Genau. Ich weiß nicht, ob es das Spiel wird, ob es ein anderes Spiel wird, ob es. Ich habe keine Ahnung, was wird. Vielleicht wird es ein Reaction. Ich habe keine Ahnung. Wir werden gucken, wir werden gucken. Kann ich nicht sagen. Ich kann gerade gar nichts sagen, wie es aussieht. Das wird, das wird. So. Auf jeden Fall will ich wieder ein paar Folgen voraus produzieren hier zu dem Spiel. Damit ich nicht immer morgens nochmal eben schnell eine Folge aufnehmen muss. Das ist ein bisschen blöd. Das hatte ich jetzt bei Echo gehabt. Ja. Eco werde ich jetzt heute noch streamen. Also sprich, wenn ihr das hier seht, ist der Stream vorbei von Eco. Und ja, genau. Dann habe ich da ein paar Folgen vorproduziert. Für dieses Spiel werde ich hier morgen ein paar vorproduzieren. Und dann werde ich noch ein paar andere Sachen spielen und aufnehmen. So ist mal der Plan. Greifen wir mal kurz das Essen rein. Und dann gehen wir spinnen. So. Gut, den da vorne nehme ich mit. Spare ich mir schon mal den Heimweg nachher. Guck mal, da haben wir ein großes Lager. Das heißt, da könnte Kupfer sein, oder? Oh ja, da ist welches. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass die mich hier nicht erwischen. Der hässliche Pilz kommt mir hinterher gedackelt. Ingo hat sich todesmutig davor geworfen. Ich bin stolz auf dich. So. Und ich war's das. Ja, den haben wir schon mal weg. Den auch. Die Sachen hätte ich aber gerne. Ansonsten ist hier nichts. Sonst ist hier keiner. Nur zwei Stück? Ne, da vorne ist noch eine Schildkröte. Ich hab sie gesehen. Komm her. Oh, Stinker. So. Weg mit dir. So, das wäre ja schon genug. Ist auch knapp hier. Komm, mach deinen Angriff. Okay, mach den da. Gut, perfekto. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Das war ja mal nicht schlecht. Also, hier oben ist noch so ein. Den ich mitnehmen. Da haben wir noch eine Kiste, die nehmen wir dann natürlich auch gleich mit. Da hinten haben wir noch welche, die nehmen wir gerne mit.
Da haben wir noch eine Schildkröte. Ja, komm, die machen wir auch noch schon platt. Da haben wir hier unsere Ruhe. Ja, nicht ganz, da kommt die nächste. Egal, alles Ausdauerfleisch. Wir müssen positiv denken. So, gut, jetzt aber. Kein Bock auf Heimweg, also porten wir uns. Sehr schön, sehr schön. Wie sieht's jetzt aus? Wie sieht's mit den Steinplatten aus? Das sind wir noch am Machen. Steinplatten geht nicht so schnell. Da wird noch fleißig geklopft. Ja gut, dann müssen wir warten. Kann ich ja nicht ändern. Kann ich denn irgendwas bauen, was ich bräuchte? Ich brauche Portale auf jeden Fall. Dafür bräuchte ich aber nochmal mindestens einen Kristallsplitter. Und die kriege ich wiederum in den Dungeons, glaube ich, ne? Das ist natürlich blöd. Wie war denn das? Hatte ich sonst räumliche Behältnisse, wo ich was aufgehoben habe? Nee, ne? Das waren, glaube ich, die... einzigen. Hier war ja nur Küche. Ja. Ich hätte gerne so einen Kristallsplitter nochmal. Hier craften oder so kann ich den auch nicht, ne? Würde auf wenig Sinn machen. Naja. Oh. Dann gucken wir mal, weil der eh gerade noch die Steinplatten machen muss, dann latsche ich jetzt einfach mal in die Richtung, guck, ob ich noch einen Dungeon finde. Dann latschen wir da mal kurz rein und hoffen einfach, dass wir noch einen Kristallsplitter finden, dann kann ich schon mal zwei Portale herstellen. Was ja dann nicht verkehrt wäre, wenn ich die dann... Ich versuche erst mal, bevor ich jetzt hier irgendwie so einen Käse mache. Ich habe da noch eine Idee. Also bevor ich jetzt hier irgendeinen Murks mache, ne? So, ich stelle jetzt ein Portal her. Das mache ich jetzt mal. Wenn ich dieses Portal habe, dann schaue ich mal, dass ich das platzieren kann außerhalb. Und dann gucke ich mal, ob ich mich eventuell einfach in die Stadtmitte porten kann damit. Dann würde mir ja eins schon mal reichen. Vielleicht ist das ja automatisch so, dass ich hier... Ich kann mit dem anderen, mit dem Einmalportal, kann ich ja auch hier... gut, das ist draußen, ist mir egal. Kann ich mich ja auch hier einfach importen. Okay. Die habe ich. Ich brauche noch... Was kostet mich der Spaß? 20 Steine. Ein paar Steine. Ja, die sollen reichen. Jetzt die Frage, wo will ich denn dann hin? Ich würde sagen, hier oben, oder? Da würde ich mal hin. Hier kann ich eine Markierung setzen. Okay, ich kann hier auf jeden Fall mal einen Punkt setzen. Der mir gar nichts bringt, das ist ja schön. Markierung entfernen. Nehmen wir den Stern. Okay, ich seh den Stern aber nicht auf der Minimap. Das ist ein wenig nutzlos. Aber naja. Gut. Wuseln wir trotzdem da mal hin. Wir haben ja Zeit. Wie sieht's aus? Zur Not könnte ich mich auch zurückporten, oder? Nee, ich habe alle Dinge abgegeben. Okay, dann muss ich 5 Stück nochmal einsammeln zur Not. Kriegen wir auch hin bestimmt.
5 von dem Wachs wieder einsammeln. Das sollten wir schaffen. Meine Stimme ist momentan wieder. Boah. Ich bin mich hier nur noch am räuspern. Keine Ahnung, woran es momentan liegt. Vielleicht rede ich wieder aktuell mehr als sonst. Ich weiß es nicht. Oder ich trinke einfach zu wenig. Jetzt habe ich mir extra schon Tee gemacht. Soll ja gut sein, ne? Und außerdem mag ich Tee. Wolf, was warm. Der Zeit wird wachsen hier. Oh, ich habe wieder Punkte zu vergeben, sehe ich gerade. Die nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Und das auch. Da haben wir noch einen. So, einer fehlt noch. Und da unten ist eine Kiste und da ist er bestimmt drin. Da haben wir die auch zusammen. Sehr schön. Ja, guck mal, da sind sogar drei drin. So, dann einmal rüber. Und dann gucken wir mal. Sind wir ja schon so ziemlich am Rande hier gleich. Da müssen wir noch einmal rüberschwimmen und dann würde ich eigentlich ganz gerne mit dem Portal so weit wie möglich laufen. Also ich würde gerne das Portal so weit wie möglich hinten in den endlosen Wildnis-Ding platzieren. Hat den einfachen Grund, ich würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, was das angeht. Weil ich hätte dann, zum einen hätte ich das Portal direkt an der Grenze zur endlosen Wildnis. Zum anderen hätte ich das... Na, ich habe natürlich schon gar am Rennen, ne? Zum anderen hätte ich das Portal wiederum schon am nächsten Biom, was dann kommt, dieses Halloween-Friedhofs-Biom, was es ja noch gibt. Das kommt ja danach, was ich noch nicht freigeschaltet habe, aber bis an die Grenze könnten wir ja schon mal laufen. Und, genau... Da könnte ich mich, wenn ich mich dahin porte, hier entweder nach unten laufen, dann komme ich hier in diesen Bereich, oder ich laufe nach oben und komme in den neuen Bereich. Das war jetzt mal mein Gedanke dahinter. Der Hintergedanke. So. Plumps. Jetzt gucken wir mal. Jetzt laufen wir mal bis zur Grenze. Nach dem Friedhofsbiom, was da kommt, ich weiß nicht, wie es heißt, ich habe es vergessen, müsste rein theoretisch nochmal ein Biom kommen. Da müsste rein theoretisch nochmal eins kommen. Das müsste dann das Neue sein. Wenn ich das richtig, wenn ich das richtig erkannt habe. Oder ich vermute mal, dass das so laufen wird, sagen wir es mal so. Aber da oben haben wir einen Dungeon, da würde ich dann auch gleich reingehen. Da könnte ich eventuell nochmal diese Kristalle mitnehmen. Ich merke mir jetzt mal, dass der da ist. Hier bei diesem Zipfel da oben auf der Minimap. Ist was Großes auf jeden Fall. Ist wirklich endlos hier, ne? Das ist wirklich sehr, sehr groß. Ich wünschte halt, es würde hier ein bisschen mehr Abwechslung geben. Dass hier noch ein bisschen mehr zu entdecken gibt. Ich finde das Spiel schon sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Da ist noch ein Dungeon. Ist ja nice. Ich finde das Spiel schon sehr, sehr cool gemacht. Aber ich finde die Dungeons sind halt alle gleich. Die Lager sind alle gleich. Die sind sehr klein. Es gibt hier links und rechts nicht wirklich was zu entdecken, außer das, was man halt eh schon vorher 500 Mal gesehen hat. So, das finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr Abwechslung.
Aber das Spiel ist ja noch in Entwicklung, ne? Da kommt auch was. Guck mal, da hinten ist schon das neue Gebiet. Ich habe gerade die Bäume gesehen. Also was ist neu hier? Da. Friedhofsbiom. Oh. Und da haben wir wieder einen Golem. Das ist hier jetzt auch mal nicht so verkehrt, ne? So, dann räumen wir den Kollegen hier mal kurz aus dem Weg. Ich muss mal kurz essen, sonst habe ich gleich, ja genau, sonst habe ich nämlich gleich ein Problem. Würde ich hier oben platzieren, ehrlich gesagt. So. Verbinden kann ich nicht. So. Wir haben wieder Punkte bekommen, sehr schön. Genau, da haben wir dieses Waldbiom und ich kann hier nicht reinlaufen. Für die Leute, die das noch nicht kennen, nicht wissen, sage ich mal kurz. Wenn ich hier reinlaufe, wird es sehr, sehr neblig. Und das funktioniert nicht, dann sehe ich nichts mehr. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen Schutz, dass ich da nicht reinlatsche. Dass ich erst den Boss mache. Das setzt das Spiel voraus. Ich muss erst den Boss hier in der endlosen Wildnis legen. Und wenn ich den gelegt habe, dann darf ich da rein. Vorher darf ich da nicht rein. Aber den Boss kennen wir schon. Also zumindest ich kenne ihn. Weiß nicht, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hier seht oder so, dann kennt ihr den noch nicht. Aber ja. Wir werden ihn noch kennenlernen. Ich hasse ihn. Er macht keinen Spaß. Weil der erste Boss, den ich hier gelegt habe, der fand ich geht. Liegt einfach daran, weil ich kann weglaufen vor dem. Ne? Ich kann da so ein bisschen vor dem wegrennen und den dann einfach, aua, und weiter weg beschießen. Und das kann ich mit dem halt, mit dem zweiten Boss nicht wirklich, weil der ist in so einer, na, willst du mich verarschen? Der ist in so einer Arena. Und das ist mega ätzend. Und die ist sehr, sehr klein. Das ist richtig ätzend. Dann bist du eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie am Wegrennen, weil der erwischt dich sonst. Da werde ich auch noch Ingo und mich auf jeden Fall sehr, sehr hoch pushen müssen. Wobei mir da gerade jetzt auch einfällt, wenn wir schon mal hier sind. Ne, ich sammle meinen Punkt noch, damit ich Schaden voll habe. Damit ich hier voll auf Damage gehen kann. Genau, bei Ingo würde ich auch gerne auf Damage gehen. Da kann ich noch sehr, sehr weit auf Damage gehen. Das heißt, da müsste ich noch viel mehr Punkte sammeln. Wird um 14 erhöht und bei mir wird das dann um 9 erhöht. Also das hätte ich ganz gerne. Dann warten wir lieber noch ein bisschen. Damage ist da doch sehr, sehr wichtig. Ein Leuchtestein. Hallo Pflanze. Tschüss Pflanze. So, da haben wir einen Pilz, den nehmen wir mit. Da, ich meine, das meine ich halt. Die Dungeons sind jetzt nicht so. Da bin ich nicht so aus dem Häuschen, wenn ich hier rumlaufe. Ja, das hält sich alles sehr in Grenzen. Ihr willst angreifen oder nicht? Okay, hier ist nichts. Da geht's noch lang. Der ist mal komplett anders aufgebaut als die anderen bis jetzt.
Der ist ein bisschen verwinkelter hier. Aber viel Spannenderes habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Hier war nichts, ne? Hier sind wir reingelaufen. Alter, willst du mich verarschen? Wie Damage die machen? Hab ich Ingo? Ich hab Ingo eingesperrt da drin. Es tut mir leid. Da muss er jetzt durch. Den Kampf muss er jetzt selbst bestreiten. Es tut mir leid, Ingo. War keine Absicht. War im Eifer des Gefechts. Was soll ich machen? Das wird sehr gut. Und spawn hier nämlich durchgehend hier. Dann kann ich hier kämpfen bis zum Umfallen. Was natürlich Vorteile hätte, da könnte ich natürlich gut leveln. Blöd ist nur, wenn ich sterbe, ja, viel Latscherei, ne? Man kennt es. Befürchtung, dass mein Inventar gleich wieder voll ist. Na, ja, es ist nämlich schon voll. Ätzend. Ja, muss ich gleich gucken. Wieder irgendwas wegschmeißen. Der geht nämlich schon nicht mehr. Der geht auch nicht mehr. Und da müsste es Verlies sein, ne? Ist wahrscheinlich. Ja. Da wo der groß ist. Ja, das funktioniert gut. Was lassen wir da? Die ollen Pilze brauchen wir nicht. Die Erdbeeren, die kriegen wir auch an jeder Ecke. Steinknoten würde ich gerne mitnehmen. Könnte ich dafür da lassen. So können wir das machen. Steine haben wir eigentlich genug, dafür nehme ich dann lieber den mit. Und die leuchtenden Steine würde ich auch ganz gerne mitnehmen. Die können wir hier und da auch gebrauchen. Und da noch eine Olive, natürlich. So, was kann ich dafür wegschmeißen? Baumsamen. Ja, den brauche ich halt wirklich nicht. Den brauchen wir wirklich nicht. So, wie geht's hier raus? Ich habe den Weg vergessen. Okay, da war auch nichts mehr. Gut. Aber haben wir den Stein auch noch mitgenommen. So, und dann einmal raus hier. Wo auch immer das war. Ich glaube hier, ne? Ja. Dann würde ich gerade auch schnell die Schlange hier platt machen. Und dann die andere Schlange. Und dann nehmen wir auch das Kupfer mit und dann horten wir uns ins Lager zurück. Dann würde ich die Folge auch schon fast wieder beenden. Ich muss
muss gleich noch den Stream vorbereiten. Was heißt vorbereiten? Ich muss mich ein bisschen vorbereiten halt. Ja. Eine Kleinigkeit futtern vorher, damit ich hier nicht im Stream rum. Hab so einen Hunger. Immer Hunger. So. Gut. Das bedeutet aber, ich kann hier auch ein Portal hinsetzen. Das setzen wir hier direkt neben unseren Kollegen hier. Vorerst mal. So. Verbindung. Genau, jetzt ist das verbunden damit. Und jetzt kann ich mich jedes Mal nach da oben porten. Wenn ich von hier da hoch porten, dann habe ich es nicht so weit. Da muss ich nicht jedes Mal diesen Weg laufen. Das heißt, wenn wir da auch irgendwo sterben in dem Bereich da oben, kann ich mich jedes Mal zack, einmal kurz dahin porten und dahin laufen. Das spart Laufwege. Das spart massig Laufwege. So, wir können das Ding hier freischalten. Sehr schön. Haben wir das auch noch geschafft. Und was haben wir dadurch bekommen? Wir haben bekommen... Nochmal 3 von denen, klar. Nicht mehr benötigten Gegenständen. Da würde ich gerne gucken, was das bringt. Das würde mich interessieren. Ich kann eine Toilette bauen, das ist sehr wichtig. Okay. So, die nächste Stufe. Was brauchen wir? Wir brauchen Kupfer. Wir brauchen Pfeile. Pfeile haben wir. Und wir brauchen die Golemkerne. Da hapert es noch ein bisschen. Da sind wir aber dran. So. Ich habe keine Ahnung. Wir platzieren den... Einfach mal hier. Was schmeiße ich da rein? Ich weiß es nicht. Kriege ich... Vor allem die Frage ist, was kriege ich denn da raus? Geschliffene Stein. Wir machen den da mal rein. Okay, das ist einfach nur ein Mülleimer. Das heißt, egal was ich da reinschmeiße, ist es immer weg. Okay. Also ich kriege nicht irgendwelche Punkte oder sonst irgendwas, es ist einfach futsch. Okay, aber gut zu wissen, gut zu wissen. So, dann läuft das ja hier wunderbar. Das ist ja schön. Kann ich eigentlich schon die Dingens bauen? Ja, kann ich. Da brauche ich nur die Knoten. Die Kupferknoten. Und die kosten mich 60. Okay, das heißt, da werden wir noch ein bisschen Kupfer sammeln müssen. Und dann werden wir unsere Kupferminen hier in die Mitte zimmern. Dann sind die hier auch drin. Und dann dürfen die eigentlich munter alles abbauen, was hier so rumsteht, ne? Genau. Dann machen wir die Kisten dafür noch passender. Beziehungsweise wir haben ja eine Kiste dafür. Dann haben wir die Steine, die Kupferkiste. Dann können die hier alles abbauen. Dann sind die durchgehend beschäftigt. Genau. So machen wir das. So und nicht anders. Gut. Dann würde ich sagen, ja. Habe ich jetzt eine kleine Folge aufgenommen, aber dann habe ich schon mal was ich morgen früh hochladen kann für euch. Und wir haben ein bisschen was geschafft. Es ist ein bisschen vorangegangen, mehr als sonst. Gut, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abo und Like nicht vergessen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao.